Kurven fahren mit einem ungewohnt schweren Drahtesel. Balance halten, auch wenn es mal richtig eng wird. Und wohldosiertes Abbremsen, ohne über den Lenker zu fliegen. Die Teilnehmer der E-Bike-Schulung von Radprofi Matthias Faber lernen hier im Hamburger Volkspark das Radfahren zum zweiten Mal in ihrem Leben ganz neu. Denn sie alle wollen sich sicherer fühlen auf ihren motorisierten Gefährten. Ja, ein bisschen wackelig, noch nicht so geübt. Das ist mit Sicherheit insofern was Neues, als dass man nicht merkt, wie schnell man ist. Und wenn man das erst dann merkt, wenn man die Bremse durchzieht, ist es ein Tick zu spät. Deswegen sollte man das vorher üben. Und da ist genau so ein Sicherheitstraining das A und O. 70% wird mit der Vorderradbremse gemacht und nicht mit der Hinterradbremse. Und das, wenn man mal wirklich stark bremsen muss, sollte man da beherzt zugreifen. Slalom und jetzt auch da durchfahren, denke ich, ist gut, dass man einschätzen kann, wie schnell kann ich wirklich fahren und wie schnell kann ich irgendeinem Gegenstand ausweichen oder einem Menschen. Motorangetriebene Pedelecs stehen hoch im Kurs. Allein im vergangenen Jahr wurden hierzulande mehr als 1 Million der sogenannten E-Bikes verkauft. Ein neuer Rekord. Doch Radeln mit einem Motor ist etwas grundlegend anderes als mit einem normalen Fahrrad. Und dieser unterschätzte Unterschied kann E-Bikern zum Verhängnis werden, erklärt Coach Matthias Faber. Aber darum geht es ja, herauszufinden, wie breit dein Bike ist, ne? Naja, erstmal ist es natürlich so, dass dieser Vortrieb des Motors, dieser zusätzliche Support, dass das ungewohnt ist. Das ist einmal so und das bei fast allen E-Bikes, die man kauft oder Pedelecs, die man kauft, halt einfach sehr gute Bremsen dran sind oder ungewohnt gut funktionierende Bremsen. Und diese Kombination aus dem supportenden Motor wie Rückenwind und diesen Bremsen und dem neuen Fahrrad mit vielleicht einem anderen Verkehr, den man so nicht kennt, das sind so die Tücken, die auf einen zukommen, wenn man halt sozusagen draußen im Straßenverkehr unterwegs ist. Laut Unfallstatistik ist die Zahl der tödlich verunglückten E-Biker im vergangenen Jahr um mehr als 30% angestiegen auf insgesamt 83 Todesopfer. Das liegt nicht nur am Fahrvermögen der E-Biker, sondern auch Autofahrer unterschätzen oft noch die Geschwindigkeit der motorisierten Radler. Angesichts der wachsenden Anzahl von E-Bikes werden zunehmend Forderungen laut, den Ausbau von sicheren Radwegen jetzt unbedingt voranzutreiben. Es ist so, das ist halt dieser Schritt in die neue Zeit. Also einmal ist es natürlich so, ich gehe davon aus, dass wir in 10 Jahren, dass alle Innenstädte halt autofrei sind und dass ein Schlüssel zur Fortbewegung, der modernen Fortbewegung, das Fahrrad, aber auch das E-Bike sein wird. Und ich glaube, wenn ein Auto weniger gefahren wird, dafür aber ein E-Bike mehr, dann hat man schon unheimlich viel gewonnen. Er und seine Kursteilnehmer genießen die neuen Bewegungsfreiräume, die E-Bikes ermöglichen. Besonders Berufspendler oder ältere Menschen profitieren von den motorisierten Rädern. Für viele Leute ist es natürlich auch nochmal die Möglichkeit, weil sie nicht so sportlich sind, nochmal doch im Wald ein bisschen entspannt rumzufahren. Der Radius erweitert sich, also ich kann viel größere Strecken fahren und ich bin hinterher nicht so dermaßen kaputt. Doch wer auf ein E-Bike umsatteln will, der tut gut daran, sich vorher mit seinen überraschenden Eigenheiten auseinanderzusetzen.